Wusstest du eigentlich, dass der Geschmack deines Kaffees zu rund 80% nur von dessen Röstgrad bestimmt wird? Und in diesem Video zeigen wir dir am Beispiel unseres Sternsuchers aus Kolumbien, was es damit auf sich hat und wie du mit diesen Informationen in Zukunft immer die richtige Wahl beim Kauf deines nächsten Kaffees triffst. Alles beginnt beim Rohkaffee, der je nach Herkunftsland, Terroir, Varietät und Processing unterschiedliche Geschmackseigenschaften mit sich bringt. Dieser hier stammt aus Huila in Kolumbien, wo die Arabica-Varietäten Castillo und Keni-Kaffee auf ca. 1400 bis 1600 Höhenmeter kultiviert, geerntet und anschließend gewaschen aufbereitet wurden. Was unserem Sternsucher nach dem Röstvorgang den Geschmack dunkler Schokolade, begleitet von Mandelaroma und eine präsente, nach Apfel schmeckende Säure mit weinartigen Untertönen verleiht. Und das hier ist ebenfalls unser Sternsucher, nur eben mit einem dunkleren Röstgrad. Aber wie unterscheiden die beiden sich denn nun? Der Röstgrad ist das Ergebnis aus Dauer und erreichter Endtemperatur des Röstvorgangs. Je länger und heißer geröstet wird, desto dunkler und kräftiger wird der fertige Kaffee, während im Rohkaffee innenwohnende Säure durch verschiedene chemische Prozesse immer weiter abgebaut wird. Ein Kaffeeröster steuert über den Röstgrad also, welche Eigenschaften eines Rohkaffees er besonders hervorheben möchte und zum Teil auch, für welche Zubereitungsart er sich später eignen soll. Steht beim heller gerösteten Sternsucher ganz klar die frische Säure und Weinaroma im Vordergrund, was ihn zur perfekten Wahl für Filterkaffee macht, rücken diese Eigenschaften bei der dunkleren Variante in den Hintergrund und machen Platz für Zartbitterschokolade und Mandel, was wiederum die perfekte Basis für abgerundeten und ausbalancierten Espresso bietet, ohne dabei durch die viel konzentriertere Extraktion zu sauer zu werden. Soweit also zur Funktion des Röstgrads. Aber wann spricht man eigentlich von einer hellen, mittleren oder dunkleren Röstung? Im Specialty-Coffee-Bereich bewegen wir uns hier bei einer bohnenintern erreichten Temperatur von 200 Grad Celsius bis ca. 220 Grad Celsius, also ziemlich genau zwischen dem First und Second Crack. Beim sogenannten First Crack bricht der Kaffeesamen erstmals auf, was angestauten Druck und einen Großteil seiner Feuchtigkeit entweichen lässt und den Zeitpunkt einläutet, ab dem ein Kaffee üblicherweise zubereitet werden kann. Der Second Crack markiert dann den Zeitpunkt einer Röstung, ab dem die Zellstruktur des Kaffees ein weiteres Mal aufbricht und dann auch die gespeicherten Öle freisetzt, was allerdings zu einer kürzeren Haltbarkeit und oftmals ranzigem und bitteren Geschmack führen kann. So spricht man von 200 bis 206 Grad Celsius, also typischerweise von einer hellen Röstung, von 207 bis 213 Grad von einer mittleren Röstung und von 214 bis 220 Grad von einer dunklen Röstung, was sich mit Hilfe eines speziellen Farbmessgeräts sogar ganz einfach kontrollieren und quantifizieren lässt, weshalb ihr bei Dovkin Kaffee neben unserer Einschätzung auch immer den genauen Aktronwert auf eurer Kaffeepackung findet. Und wir uns wünschen würden, diese Angabe in Zukunft auch auf den Packungen anderer Röstereien zu sehen. Denn auch wenn zwei grundsätzlich verschiedene Kaffees trotz gleicher Röster- und Endtemperatur niemals denselben Aktronwert besitzen werden, bewegen sie sich trotzdem immer in einer ähnlichen Range. Fassen wir also nochmal zusammen. Der Röstgrad steuert, welche Geschmackseigenschaften des Kaffees betont werden sollen. Hell bedeutet in der Regel, dass Fruchtigkeit und Säure im Vordergrund stehen. Medium bringt Säure und Geschmäcker wie Schokolade und Nuss ins Gleichgewicht, während bei dunklen Röstungen kaum noch Säure vorhanden ist und sich in der Regel auf der nussig, schokoladig und würzig Seite des Spektrums wiederfinden. Wenn ihr also das nächste Mal eine Kaffeepackung mit der Beschreibung, sagen wir, Light Roast, Pfirsich, Pflaume und Milchschokolade in der Hand habt, wisst ihr also genau, dass hier auf jeden Fall die Säure im Vordergrund steht und sich diese Röstung sehr wahrscheinlich für Filterkaffee und weitere Handbrühmethoden eignen wird. Und solltet ihr auf eine Beschreibung wie beispielsweise Erdbeermarmelade, Zartbitterschokolade und Espresso-Blend stoßen, könnt ihr euch also ziemlich sicher sein, dass dieser Kaffee dunkler geröstet ist, die Säure im Hintergrund steht und der Kaffee besonders schokoladig, nussig und kräftig wird. Und falls ihr jetzt immer noch Fragen zum Thema Röstgrad habt, lasst mich das gerne unten in den Kommentaren wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr Lust auf mehr Content wie diesen hier habt, dann zeigt mir das doch mit einem Like und abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr mich mit meiner Rösterei unterstützen wollt, dann geht doch einfach auf dovkinkaffee.de und kauft euch eine Packung Kaffee oder eines der vielen weiteren tollen Produkte. Oder folgt mir auf meinen weiteren Social Media Kanälen @dovkinkaffee. Ansonsten war es das aber erstmal von mir. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Ciao.